Problem, Problem? Nein. Das werden wir klären und rausfinden. Großes Thema Kühlschrank. Wichtiges Thema, wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich doch gerne. Einen lieben Gruß an Niklas und Familie. Einen lieben Gruß nach Dresden. Ja, wichtige Nummer. Der Niklas hat richtig tolle Videoaufnahmen gemacht. Einmal mit dem Problem Kühlschrank. Und ja, das Problem Bunsenbrenner. Richtig tolle Aufnahme. Richtig schön gemacht, Niklas. Wirklich, Daumen hoch. Finde ich cool. Sinn und Zweck, auf jeden Fall werden wir damit auch Leute glücklich machen, die auch gucken können oder hören können, ob das Problem bei denen auch besteht. Also, die Details machen wir gleich, wenn der Niklas sein schönes Video auf meinem Kanal präsentiert hat. So, also Attacke, Klick zu Niklas. Einen schönen guten Tag hier aus Dresden. Heute ein kleines Video über das Thema Kühlschrank im Wohnmobil bzw. Geräuschentwicklung eines Absorberkühlschranks im Gasbetrieb. Wir sehen hier ein Wohnmobil der Marke Challenger, den V114 Max. Und wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Modell mal an. Wir haben hier ein relativ simples Gerät. Alles manual. Das ist ein Dometic RM5380 mit drei Modis, 220 Volt, Batterie und Gas. Jetzt ist er gerade aus. Wir schauen einfach mal. Ich mache ihn jetzt mal an. Läuft er. Ich weiß nicht, ob man es hört über das Mikrofon im Inneren. Ich kann es hören. Ja, hier ist der Schlafbereich. Wenn man zum Beispiel den Kopf jetzt hier schläft, dann kann man das nachts schon ganz gut hören. Und interessant ist natürlich, dass auf der Seite von Tometic diese Kühlschränke ja absolut geräuschlos gewoben werden, beziehungsweise steht da auch bei Geräuschemissionen 0 dBA. Da würde ich dann noch mal einen Screenshot machen. Wir können ja mal rausgehen, wie das draußen klingt. Klingt schon ein wenig Bunsenbrenner. Es kommen gerade viele Autos vorbei. LKWs. Da hört man es natürlich nicht mehr. Ich mach mal die Verschaltung ab. Mal reinzuschauen, wie es innen ausschaut. Schutz, damit die Flamme nicht ausgeht, wenn jetzt starker Wind gegen das Fahrzeug prallt. Sieht erstmal alles relativ normal aus. Ein bisschen die Flamme, ein bisschen die Düse abdeckt, wird die Flamme dann auf einmal leise. Warum das bei dem neuen Gerät
selten so ist. Soll die Flamme dadurch heißer werden, damit die Absorberkühlschrank heute mit einem Kompressor mithalten können bei wärmeren Temperaturen? Das ist halt die Frage. Rein ins Fahrzeug. Thermostat geht leider noch nicht, weil Kühlschrank ja natürlich gerade gestartet wurde. Wir warten mal, bis absolute Stille ist. Dann kann man es wieder leicht hören. Jetzt mache ich ihn mal aus. Absolute Stille. Jetzt mache ich ihn wieder an. Na, jetzt geht er gar nicht an. Finde ich schon interessant, ein Gerät, was eigentlich für absolut geräuschlos geworben wird, Absorberkühlschränke, dass man ihn doch hört. Jetzt kann man sagen, dass das ja pingelig erscheint, aber in der Nacht, wenn der angeht, kann man schon mal davon aufwachen. Ja, man kann sich dran gewöhnen, aber stutzig hat mich die ganze Sache gemacht, als ich letztes Wochenende mit einem Bekannten unterwegs war, der auch in seinem Kastenwagen einen Absorberkühlschrank der Firma Dometic hat, allerdings ein anderes Modell, also entweder die 500er Serie wie diese, nur mit Automatikfunktion, AES-Funktion, oder die 8er Serie. Das habe ich nicht genau rausgekriegt, weil der Kühlschrank voll war. Aber der ist wiederum völlig geräuschlos. Selbst wenn man vor dem Fahrzeug, neben dem Fahrzeug an den Lüftungsgittern steht, muss man wirklich mit dem Ohr rangehen, dass man die Gasflamme hört. Genau, ansonsten kühlt aber dieser Kühlschrank wirklich super. Ich habe ihn jetzt noch nicht richtig ausprobiert bei richtig heißen Temperaturen, aber ich kann nicht klagen. Hier nochmal ein kleines Fazitvideo. Ich habe jetzt die Abdeckung wieder drauf gemacht, weil ich jetzt erstmal längere Zeit nicht wegfahre. Dann mache ich immer die Winterabdeckung dran. Jetzt ein kleines Fazit zum Kühlschrank. Dometic ist das Problem wohl bekannt, wie ich in Foren gelesen habe. Einerseits kommt das Argument der des Schadstoffausstoßes, der Emissionswerte, um Richtlinien der EU einzuhalten, wobei ja Gas eigentlich relativ sauber verbrennt. Meine Theorie ist, dass versucht wird, mit mehr Sauerstoff die Flamme heißer zu bekommen. Somit ist der Absorber natürlich auch leistungsstärker in sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad. Habe ich selber noch nicht getestet. Aber warum gibt es Unterschiede zu anderen Modellen, die leiser sind? Haben die andere Brenner? Warum sind die nicht alle gleich? Und warum wird der Kühlschrank mit absoluter Geräuschlosigkeit beworben? Sind das die, sind damit die besten Situationen gemeint, zum Beispiel unter 220 Volt oder 12 Volt, dann ist er natürlich geräuschlos, aber nicht so effizient wie zum Beispiel mit Gas. Das ist die Frage. Das war's von mir und auf Wiedersehen. So, lieber Niklas, ja, dem Problem gehen wir doch nach. Klare Kiste. Also, auch ein Dometic RM5380. So.
gehen wir dem Problem nach. Haben wir das auch? Also, Dometic RM5380. Typenschild im Kühlschrank. Einfach nachgucken. Wir schalten ihn schon mal ein. Und zwar auf Gas. Achso, jetzt haben wir die Box hier drehen. So. Dann geht's raus. Und zwar hat der Niklas ja das Problem, also hier einfach nach oben schieben den Riegel und dann links raus, nicht mit Gewalt rausdrücken, sondern dann einfach nach links, also in die Richtung rausziehen, denn dann spricht euch das hier weg, diese schöne Nase. Und dann können wir, wie der Niklas das gemacht hat, gleich da reingucken. So, Licht an, damit wir auch was sehen. Also, hier haben wir unseren Brenner. Den lassen wir jetzt auch erstmal so und starten ganz normal die Flamme. Und machen jetzt auch nochmal eben die Haube drauf, damit wir alles genauso haben wie der Niklas. Also nach und nach, peu à peu. Ja, die können wir jetzt einfach nur symbolisch drauf machen, brauchen wir gar nicht festmachen. Zack. So, Kühlschrank starten. Auch gar kein Hexenwerk. Hat der Niklas ja schon schön präsentiert. Also, lange drücken, Zündung an, klick, 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 klick. Und dann geht euer... eure Kontrolle, eure Anzeige in den grünen Bereich und sobald grün, ready. Und dann müsst ihr gucken, ob das hier auch stabil bleibt, auch bei grün bleibt. Denn wenn euer Gas leer ist oder nicht richtig angeschlossen oder, wandert das direkt in den weißen Bereich und der Kühlschrank geht aus. Somit kann er da nicht betrieben werden. Also, Niklas, Round 1. Tür zu, absolute Stille. Also wenn ich was höre, dann ist es vorne unsere schöne Eule, die ein bisschen tanzt. Also klick, klick, klick. Wir huschen hier Round 2 einmal in diese Ecke. Ne. Also ich drehe den auch mal jetzt hier V-Max hier, volle Pulle. Lassen wir ihn mal richtig arbeiten. Ne, also um Gottes Willen, nee, nee, nee. So, dann geht's raus. Und jetzt hat man schon beim Niklas, ich habe versucht, so eine Straße zu finden, wo auch ein bisschen Verkehr ist, gleiche Bedingungen, und jetzt hätte man schon beim Niklas den Bunsenbrenner gehört. Also ich bin jetzt schon überzeugt, dass es bei mir nicht so laut ist. Ja, Auto fährt nochmal vorbei, gleiche Bedingungen, super. Also man hört ganz leise den Brenner arbeiten. Also wirklich leise. Zack. Und wenn wir jetzt nochmal reinhorchen, ganz leise sind. Dann kommt wieder ein Auto vorbei. Gleiche Bedingungen, super. Also der klingt bei weitem nicht so. Wir gucken mal, kann ich das Blech noch anfassen? Ja, kann ich.
Also definitiv eine ganz andere Geräuschkulisse. Viel, viel weniger. Dann hat er hier noch die Zuluft festgehalten irgendwie. Dann wird er bei mir sogar ausgehen. Also für mich jetzt hier oben, ne, ich sage auch Hashtag bitte nicht nachmachen, wenn dann von einem Fachmann kontrollieren lassen. Ich betrachte mich jetzt einfach mal als Fachmann, auch hier oben die Verbrennung deutlich, also deutlich dargestellt. Man sieht auch ein schönes Farbbild. Also der Brenner macht genau das, was er soll. Also der funktioniert wirklich gut. Ja, selbst wenn wir ihn jetzt provozieren und ihn Sauerstoff wegnehmen, zack. Also dann geht er auch sofort aus. Schutzfunktion. Das heißt, wir starten jetzt nochmal. Nicht, dass einer sagt, ja siehe. Ne, gleiches Spiel. Drücken. Zünden. Grüner Bereich. Fertig ist die Laube. Und auch hier wieder volle Pulle. Zack. Ich mache mal die Kamera hier das Licht aus. Also lieber Niklas oder alle anderen, die betroffen sind. Also bei meinem Dometic RM5380 definitiv. Nehmen wir nochmal Lichtchen an. Kein Bunsenbrenner. Never. Ever. Also, nahezu geräuschlos innen drinne. Ja, draußen interessiert keinen. Also ich kann es bestätigen. Der hier kann das. Also, ein Fahrzeug. Ja, auch wenn es ein paar Problemstellen gab. Ich packe euch mal die Infokarten rein. Challenger Vanny V217. Modell 2019, Erstzulassung 6/2018. Ja, also selbst bei der Geschichte hier oben nichts, ne? Also ich kann jetzt noch ein Gadget hinzuschalten, den hört man auf jeden Fall ein bisschen. Tür zu. Wir haben ja hier bei dem Vanny V217 einen schönen Schalter für die Belüftung des Kühlschranks von außen. Nochmal aus. Also ich wette, auch das Geräusch jetzt von dem Lüfter ist nicht so laut wie beim Niklas. Der Brenner. Also auch da kann ich ganz klar sagen, kann man ganz normal pennen, stören tut es nicht. Und auch beim Thema Kühlschrank bei Hitze betreiben. Ne, Italien, unsere erste große Tour, 27, 28, 30 Grad. Klar, Lüfter einschalten und auch da bedenken, die Tür muss dann zwangsläufig, wenn es geht, wirklich zubleiben. Selbst wenn sie hier vor ist, so ist das ja gedacht. Also wenn die Tür so steht, dann soll man den Lüfter einschalten, aber rauscht euch der Kühlschrank einmal von der Temperatur ab, dann habt ihr wirklich Schwierigkeiten, den wieder in die, ja, in die gute Zone von 7 Grad zu bekommen oder ähnlich. Also auch hier, ne, jetzt hört man den Lüfter ein bisschen, aber es ist kein gravierender Unterschied. Also die Vögel sind definitiv lauter. Ja. Also lieber Niklas, da kannst du auf jeden Fall nochmal den Händler kontaktieren und dem mein schönes Video zeigen mit dem gleichen Kühlschrank. Auch das Stückchen Kühlschranküberwachung, Thermometer für innen, den Lüfter aus. Das heißt, ich konnte halt immer wissen, wie viel Grad habe ich hier in der Bude drinne, im Kühlschrank, und konnte dementsprechend dann auch hier einstellen. Denn maximal, dann kann es auch sein, dass der Kühlschrank so echt Richtung
3 Grad geht. Also der powert richtig. Das ist wirklich trotz Absorberkühlschrank richtig, richtig nice. Und großes Problem, rauscht er einmal in die warme Temperatur rein, so 20 Grad höher, dann wird's verdammt schwer, den wieder kühl zu kriegen. Also dann quält er sich wirklich. Genauso müsst ihr halt immer bedenken, steht ihr gerade, steht ihr schräg, habt ihr Gefälle oder. Denn das mag der Kühlschrank auch nicht. Das heißt, dann stellt er sich hier automatisch in der Schutzfunktion, macht sich aus. Also brennt gar nicht weiter. Joa, RM5380 macht seinen Dienst, macht seine Arbeit. Und ich hoffe, lieber Niklas, dass ich dir jetzt, und auch noch natürlich dann ne, zusammenhängt, der Familie helfen konnte und kann, dass ihr da jetzt rausfinden werdet, vielleicht dann auch nochmal ein Video, was ist passiert, was hat der Händler gemacht, was wurde repariert, so dass wir dann alle ein großes Stück schlauer sind. So, ja, war mir eine Ehre, diese schöne Folge zu drehen. Ich sag an alle, bleibt gesund und munter. Und ja, die Campingzeit geht zum Glück los. Fahrt, verreist und genießt die Zeit da draußen. Ciao, ciao!